Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction-Analyse auf meinem Kanal. Heute ist wieder Mittwoch. Ich bin ein bisschen im Zeitdruck. Ich werde die Reaction heute aufnehmen und am gleichen Tag hochladen. Das bedeutet, dass leider heute die Qualität ein bisschen darunter leidet. Der Schnitt wird wahrscheinlich etwas weniger aufwendig, als ich es normalerweise mache. Falls ihr also etwas öfter ein hört oder öfter solche Schnappatmer von mir hört, wie ein plötzliches oder das ist genau das. Es ist genau das. Der Grund ist, ich bin gerade ganz schön im Stress. Ich habe vom guten Kumpel einen Auftrag bekommen. Zudem bin ich gerade an einem Musikvideo am Schneiden. Hab noch ein paar private Sachen, die ich regle. Und ich habe so ein blödes chronisches Cortisol-Level gerade. Es ist unangenehm, wirklich. Ich habe ständig dieses Gefühl, egal was ich tue, ich bin überlastet. Es fühlt sich an wie damals, vor 2 Jahren, als ich einen Burnout bekommen habe. Dabei habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun, als dass ich eigentlich, wie soll ich sagen, einen Burnout verdient hätte? Könnte man das so sagen? Also eigentlich geht es mir echt gut. Könnte man wirklich sagen. Aber ich habe dieses konstante Gefühl von Überlastung gerade. Vielleicht auch wegen Ernährung, Sport und hast du nicht gesehen. Ich habe auch das Gefühl, ich müsste langsam aus so einem Alltagsgefängnis ausbrechen, obwohl ich das erst getan habe. Wie man es dreht und wendet, ist anstrengend gerade. Aber trotzdem gibt es Erfreuliches. Zum Beispiel hat auf mein letztes Video, wo ich auf AT reagiert habe, eben besagter AT drauf, einen Kommentar geschrieben. Und ach du Scheiße, das hat mich sehr gefreut. Da bin ich erstmal aufgestanden, hab mich umgedreht, musste mich kurz sammeln, hab dann auch geschrien, was? So in der Richtung. Ich war vollkommen nur weg. Das hat mich unfassbar gefreut. Und auch sehr viele andere nette Kommentare von euch bekommen, die mir wirklich den Anreiz geben, weiterzumachen. Auch wenn ich mir manchmal denke, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. So wie halt jetzt die letzten Tage auch. Naja, ich hoffe, ihr seht mir nach, dass die Qualität von dem Video heute ein bisschen wacker ist. Und ich werde das hier jetzt auch schnell durchziehen, damit ich das schnell schneiden kann. Deswegen, ohne große Umschweife, heute geht es um Jiggy mit seinem neuen Song Drip Like Water. Das Ding ist schon wieder 6 Tage her, als es rausgekommen ist. Am 3.2. ist das erschienen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich sehe nur, dass die Produzenten Impala Drummers und Imbeatables zusammengearbeitet haben. Wobei es sich bei Imbeatables um Spoofy und Jiggy handelt und bei den anderen um Leute, die mir nicht bekannt sind. Ich finde es nur interessant, dass die das zusammen produziert haben. So, jetzt ohne Umschweife, los geht's. Die Visuals sind echt wieder überragend. Bildkomposition, Farbe, das mit dem Wasser. Und dieses Greenscreen-Ding, wo er ins Wasser fällt, ist auch geil. Grüße an der Stelle auch an Jiggy und an raptutorial.de, die das letztes Mal repostet haben. Es tut mir leid, wenn ich darauf jetzt nicht in Gänze so reagieren kann, wie ich könnte. Aber ich werde es trotzdem genießen. Alles hat seinen Grund, denkt man nach. Das hat er in letzter Zeit auch öfter, dass er kurz bevor der Beat richtig einsetzt, schon einsteigt mit einer relativ geschrienen, lauten Vocal. Das hatte der bei Plus auch, mit diesem Dicker, was denn hier los? Und jetzt hier mit Alles hat einen Grund. Sein Grund, denkt man nach, bevor du rumquatschst. Schwann es in den Mund von dir, dem Pisser, der mir dumm kam. Du machst mir ein Angebot, ich tuch mit meinen Schultern. Willst du mit mir reden, ja dann häng nochmal 2-0 dran. Schlachte die Rapper mit Pattern, die ihnen zu krass sind. All diese Faker sind krasser wie Beavis und Butthead. Oh. Kacke, okay, das ist schon mal richtig gut. Das ist schon mal richtig gut. Also, in den ersten Lines, in den ersten Vierer, ich unterteile es jetzt erstmal in Vierer, etabliert er, dass er Angebote von Leuten, die ihn vorher kleingeredet haben, ablehnt und die mit Arroganz und größere Geldforderungen, also denen damit jetzt entgegentritt, um quasi zu sagen, als ich noch hier war, habt ihr so auf mich runtergeguckt und jetzt bin ich hier, jetzt mache ich dasselbe mit euch. Was willst du machen, ne? Und das danach gefällt mir sehr gut vom Reimschema, das ist, glaube ich, was sehr Fettes. Mit mir reden, ja, dann häng noch mal 2-0 dran. Schlachte die Rapper mit Pattern, die ihnen zu krass sind. Schlachte die Penner mit Pattern, also wahrscheinlich Patterns, die ihnen zu krass sind. 15-silbig. Alles nur Faker sind krassbar wie Beefies und Butter. Ja, ist genau das, krass. 15-silbiger Reim. Krass. Krass. My money, my maker wie Christopher Bridges und Farren. Geht so weiter. Also 3 Zeilen jeweils mit 15 Silben aufeinander, das ist schon sick. Das Einzige, was da noch drüber kommt, ist was... Das klingt so arrogant, ne? Was ich selber geschrieben habe, das habe ich auch schon in einer anderen Reaction mal erwähnt. Das allerdings zu einem anderen Zeitpunkt. Und nochmal was anderes, so Reime wie Beefus und Butthead, kann man auch geil drauf reimen, weil das 2 Bs sind, Beefus und Butthead. Da kannst du so viele geile Sachen drauf sagen. Das klingt schon allein wegen der Alliteration geil. Ich habe auch mal gesagt, und du Bastard bist Butthead wie Beefus und Butthead, nach tiefen und hartem, intimen Nanalsex. Das ist halt auch...
Ich weiß nicht. Ich fühle sowas. Die Line müsst ihr eigentlich auch mal bringen. Ist eigentlich natürlich von den Vergleichen, ne? Aber wie gesagt, klingt einfach geil. Und was bist du, nur ne Pussy? Fakt ist, Rap-Ikone in diesem Land klingen neben mir wie Rookies. Spastis, guck mal, wie die Charlies alle das Gesicht verloren haben. Als wären sie Hoppler auf nem Maskenball gestolpert. Schicke diese Schickimicki-Bitches ab ins Jenseits. Komm und zeig mir einen Typ wie mich, denn ich seh kein Kind. Ach, Jiggy hat auch wirklich diese geilen Flows und geilen Binnreime. Schicke diese Schickimicki, das ist so, da geht einfach geiler Flow. Mit bewusst gesetzten Flow-Patterns und einer sehr coolen Phonetik einher. Also, dass es an sich auch einfach gut klingt. Plus, es hätte nicht in der Zeile sein müssen, sondern ist, wie gesagt, ein Binnenreim und wertet das Ganze einfach nochmal auf. Ich finde, alle Reime, die an sich nicht da sein müssten, also quasi alle Reime, die keine zwingend notwendigen Endreime sind, sind einfach, heben das Niveau einfach unfassbar hoch. Like water, chip, like. Okay, das ist eine sehr ruhige Hook. Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt nochmal ein Achter, wo das Ganze nochmal so richtig aufgeht und explodiert. Aber das könnte ja Stoff sein fürs Outro am Ende. Natürlich mutmaße ich hier nur. Aber ich finde, an sich hat das wirklich ein sehr geiles Feeling. Ist dieser typische neue Jiggy, der spätestens seit Charlie auch manchmal einfach nur Vergleiche bringt, weil das an sich cool klingt und nicht, weil der Vergleich an sich krass ist. So zum Beispiel dieses Shit, this flow is cold wie der Winter, wie er schon öfter mal zitiert hat. Ist hier ähnliches Spiel, Drip Like Water, aber es ist halt einfach ein geiles Gefühl und diese, ich will es nicht Message nennen, aber dieser Vibe, der transportiert wird, wird auch durch das Video richtig geil unterstützt. Generell, das Video ist sehr matt gehalten, von den Farben her relativ dunkel und eben das ist genau das, was diese Ästhetik ausmacht. Ich finde das sehr schön und natürlich von den Farben logischerweise monotones Blau. Check 1, 2, Attitude, Eiszeit, mach mir nicht auf Pause, Mann, du machst Sitz, wenn ich dich beipfeife. Du lebst so weit weg von der Wahrheit. Auch so ein geiles, du lebst so weit weg von der Wahrheit, wie Leute einfach in ihren eigenen Sphären drinne leben, in so einem Realitätskonstrukt, in so einer eigenen Bubble, könnte man sagen. Und das ist sowas von gefährlich und unangenehm und ich sehe es jeden Tag wieder. Letztens hat mir meine Freundin ein Video von Aline Bachmann gezeigt und ich habe mir gedacht, also nicht von, aber ein Video über sie, ein Kritikvideo, wo ich mir auch gedacht habe, wie kann ein Mensch so realitätsfern leben? Also das ist doch wirklich extrem surreal. Das wirkt schon fast ein kleines bisschen soziopathisch, also dass du diesen ganzen Schmerz, den du erlebst und den ganzen Backlash, den du bekommst, einfach nicht mehr spürst und ihn dadurch auslebst, dass du dein Weltbild anpasst und andere Leute ankreidest. Das zumindest das Soziopathenbild, Psychopathenbild wäre, dass eine Person gar keine Empathie und Gefühle hat, aber so hätte ich die jetzt noch nicht eingeschätzt. Wieder viel zu lange geredet, Alter, ich wollte doch schnell durchballern. Auf geht's. Aber ficken wird nicht dein Karma, was drücken lassen, ich lass mich nur drücken von meiner Mama. Entzückend oh. Und bitte, was ist der Rücken, von dem du laberst? Hat nur Rücken, hab ich meinen Sohn wieder zu lang getragen. Ich geb Gas und ich fahre bis zum... Das ist schön, diese Überschneidung von typischen Rap-Phrasen, wie drücken lassen oder noch viel, viel bekannter, halt, dass man Rücken hat, also Leute hinter einem, die Geschäfte für einen regeln. Das hat Savas auch in seinem Buch sehr schön kritisiert. Der Jiggy, sagen wir mal, stellt dem sein Leben gegenüber und sagt, dass das nichts mit diesem ganzen Rap-Business zu tun hat, um sich quasi im Endeffekt als Außenseiter zu porträtieren, beziehungsweise als Freigeist, also die positive Seite davon. Er ist quasi, ich würde nicht einsamer Wolf sagen, aber er ist auf jeden Fall jemand, der authentisch ist, real ist. Und diese ganzen Sachen komprimiert er in diesem Schema, was er aufbaut, so wie, was das und das, ich mache das nur im Falle von dem und dem. Also er hat Rücken nur in dem Beispiel wie das, was er mit seinem Sohn erwähnt hat, so als quasi Überschneidung. Und das funktioniert sehr gut. Tod, dieser Jiggy dreht am Rad, lass die Affen aus dem Zoo. Ja, vielleicht ist in ein paar Jahren auch mein Arsch schon wieder broke und ich häng wieder beim Amt, dennoch hat es sich gelohnt. Amt, dennoch hat es sich gelohnt. Ist jetzt per se kein achtsilbiger Reim, auch wenn innerhalb dieser acht Silben sich, sagen wir mal, das meiste reimt, aber da sind auch viele Silben dabei, die sich eben nicht reimen. Trotz allem ist es ein geiler Flow, weil er drei große Betonungen hat. Also da, 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 do. Arzt, dennoch hat es sich gelohnt. Das ist jetzt nicht genau das, was er gesagt hat, aber es sind diese drei Eckpunkte, an denen man so schön starke Betonungen setzen kann. Er setzt halt quasi sehr bewusst seine betonten Zählzeiten, was wirklich unnormal gut passt. Check mein Insta-Account, ist wie ein Schlag mit der Faust auf dein Arzt.
ist blau, früher Angst. Haken ist blau, auch geil. In meinen Augen heute handle ich mein Business wie Babys, wenn sie pissen. Ich lass einfach laufen. Ja, okay. Okay, ja. Aber es, wie auch der Vibe, den er transportiert, das ist eine sehr interessante Art und Weise, Freiheit darzustellen. Dieses generelle Ding, Drip Like Water, er schwebt da einfach durch, ähnlich wie Astronauten in der Schwerelosigkeit, die übrigens auch so im Wasser trainieren müssen. Also da wäre auch wieder eine Überschneidung. Also diese Darstellung von Freiheit, ach, ich atme hier schon wieder wie so ein Asthmatiker, und wie er schwerelos da rumhängt, die fühle ich. Auf eine andere Art und Weise als er, weil ich diesen Erfolg noch nicht habe, mit dem eben erst diese Welle von außen kommt. Ich finde es auch geil, das könnte man auch metaphorisch sagen, so, ey, dieser Backlash, diese Welle von Hatern und von Ignoranz, er trägt er, indem er einfach im Wasser treibt. Ist eigentlich auch sehr schön gesagt. Und wie es klingt, als ob ich mir selbst auf die Schulter klopfen würde. Hast du wieder schön gemacht. Schöne Metapher hier mit reingestreut. Schöner Beitrag fürs Video. Und, damit ich jetzt nicht den Faden verliere, ich selber nehme mir daraus, dass die Art, Musik zu machen, auch ein sehr freier Umgang ist. Das könnte man auch so ummünzen, und das wiederum ist auch sehr schön dargestellt. Auch geil, wie dieses zweite Drip Like Water sehr... Ich glaube, das erste Drip Like Water ist sogar ein Sample, ne? Und das zweite ist ja der Jiggy selbst. Und ich find's cool, wie er da mit dem Pitch seiner Vocalspur gespielt wurde. Das hat einfach nochmal so eine schöne... Man könnte es nicht unbedingt eine Kadenz nennen, aber es hat die Wirkung einer Kadenz. Eine Kadenz ist in der Regel eine Akkordfolge, die sie... beziehungsweise beschreibt Kadenzen Akkordfolgen, die ein Spannungsgefälle haben, beziehungsweise einen Spannungsverlauf. Heißt, Akkord 1 wird gespielt, der etabliert den Akkord, und die nächsten bauen Spannung auf, und am Ende wird diese Spannung wieder fallen gelassen. Und das auf einer Mikroebene macht der Jiggy hier auch. Ich zeig's euch mal. Merkt ihr? Da, 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 da. Einfach so ein schöner kleiner Melodieverlauf. Schön, wie das mit dem Hall ausfadet. Okay, hier wieder Werbung fürs Rap-Tutorial, was ihr euch auch gerne angucken könnt. Ich persönlich habe es nie gemacht. Vielleicht werde ich das mal testen. Das wäre eigentlich auch eine geile Videoidee, oder? Könnte ich eigentlich mal die beiden Jiggy und Spoofy anfragen, ob ich da einfach mal einen Zugriff drauf bekomme und das mal testen kann, dann mal unter die Lupe nehmen könnte, wenn die das erlauben würden. So, das war meine Schnellreaction zu J. Jiggy, Drip Like Water. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der kleinen, naja, der Zeit, die ich jetzt kürzen musste, damit das hier alles perfekt funktioniert. Wir sehen uns wieder, wie geplant, am Samstag. Macht's gut, gehabt euch wohl. Ich freue mich schon auf die nächste Reaction, die ich eh jetzt gleich abdrehen werde. Also, was laber ich eigentlich? Macht's gut. Ciao.